Der Alterspräsident ist ja nicht mehr der älteste Abgeordnete. Das ginge auch gar nicht, weil die AfD so viel alte Knochen in den Bundestag schickt, das können Sie gleich vergessen, alle über 80 und so weiter. Daraufhin hat man das geändert und hat gesagt, der Dienstälteste. Nun gibt es zwei Abgeordnete, die dienstälter sind als ich. Einmal Wolfgang Schäuble von der CDU und einmal der Kollege Ramsauer von der CSU. Das ist auch unfair, weil die, es ist ja eine Benachteiligung der Ostdeutschen, weil sie im Unterschied zu mir schon vor 1990 kandidieren konnten. Ich ja nicht, verstehen Sie? Deshalb bin ich der Drittdienstälteste. Beide haben mir erzählt, dass zu absolut 100% feststeht, dass sie nicht wieder kandidieren. Das haben Sie schon oft behauptet. Nee, nee, zu 100% feststeht. Und wenn ich wirklich erneut kandidierte und wenn ich wirklich erneut gewählt werden würde, würde Folgendes passieren. Gregor Gysi, Alterspräsident, mein Gott. Ja. Das ist, also, ja, wissen Sie, was das heißt? Warte, warte. Ja, aber muss man dir sagen, was das heißt. Dann kannst du die Eröffnungsrede halten, nicht? Nein, nicht nur. Nein, zwei und die Sachen. Kannst du so lange halten, wie du willst. Fidel Castro, Wiedergeburt. Gysi gegen Gutenberg.